So, Filippo Ranocchia. Jäger, den hätte ich gerne auf der Auswahlliste gehabt. So, FC Vlasim. Tja, Gerndl werden wir auf jeden Fall bei loben. Der bringt die Leistung. Pelivan. Für die Leistung im letzten Spiel. Da war ich noch kurz in Einsatz war. Mina Schmidt. Nochmal für sein Training natürlich. Quan müssen wir leider Gottes jetzt mal. Müssen wir ein paar allgemein sein. So Quan, ich meine, er ist ein guter Spieler, aber wer ein Training nicht Gas gibt, der hat halt bei mir keinen Meter. So ein bisschen unsere Trainingseinheiten ändern da. Ja, es sind Mörderprogramm Vlasim, Post Wien, Klagenfurt und USK. City schlägt Liverpool. Nächster Gegner ist Tschechien. Segunda Division. Rapid 2 hat gegen die schon gespielt, hat gewonnen 3-1. Mal kurz einen Blick auf die Finanzen. Sind das immer, kriegen wir jetzt den Grafen vielleicht? Ich weiß, ich gebe mit die Sinngrafen einfach nicht auf. Das ist mein Problem. Oh. Stimmt ja, da war ja was. Warte mal, Mann, ab, das müsste jetzt demnächst wieder kommen mit Daily Syngramm, den haben wir ja noch verschoben, stimmt, da war ja was. Den sind wir weiterhin dran an Daily Syngramm. Santione Bonga gegen Winterhut, 2-2 Winterhut. Meine Güte, was lädt denn für ein Blödsinn? Cambridge gegen Port Vale 1-0. Der Pokalsieger. Bischi schlägt durch gerade 1-0. Ja, in internationalen Geschäften haben wir uns überhaupt nicht umgeschaut bis jetzt. Xanthorf gegen Eric. Ah, Chinktan Bart, oh mein Gott, das hätte kann ich gar nicht mehr lesen. Auf jeden Fall Rapid schlägt Post 1-0. Der interessiert mich gar nicht. Aber leider Verletzung. Gott, 4 Wochen fehlt das. Fasch, wir wollen. Pokal. Europapokal, der Pokalsieger, kurz reinblicken. Erste Ausscheidungsrunde. Chelsea hat Juve rausgehört. Okay. Okay. Welche Überraschung hier? Ja, Barcelona wird verändert, weiter. Pauk hat es geschafft. Und gerade sagt im Preis ist schon mehr gespielt. Okidoki. Barca ist weiter, Paris ist weiter, Feyenoord ist weiter. PAOK, Slavia.
Kann interessant werden. Also wie gesagt, die hat 1998, 99, das war das letzte Mal, wo dieser Bewerb ausgetragen worden ist, und wir sind im Live dabei. Final Tournament, Mini League. Hat auch schon brav gespielt, sieht man hier. Wie gut Gotha. Auf der Föhrinsel, ja. Also es ist, ich sage, ich habe da einige Sachen in den Speicherplatz dabei, in dieser Speicherung dabei. Warum nicht eigentlich? Es sind viele Pokale dabei, die es eigentlich noch gar nicht gibt. Also macht ja auch Spaß. So, Medien hinterfragen, Knallerfähigkeit. What? Ja gut, die Nominierung von Brödel, da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht für die B-Nationalmannschaft wäre gar nicht so schlecht. Wenn ich überlegen bin, die B-Nationalmannschaft ein bisschen. B-Nationalmannschaft wäre so diese Variante, da kann man die Spieler holen und nominieren, die man in der A-Nationalmannschaft kaum nominieren würden, nebenbei. Und andere haben beim Paar zumindest die Chance, dass sie sich beweisen können nochmal. Hachin schlacht Jena 2-1, okay. Sind sonst zum Beobachten, was so abgeht in der deutschen dritten Liga? Sakaryaspor gegen Katamunyaspor. Gaziantepspor. Karamanamaraspor. Österreichische Spieler in Einsatz. Schauen wir mal kurz. Fabian Miesenböck. Sagt man's gar nicht. Norddeutsch ist in Einsatz. Die sind in Einsatz. Wenn. Ja, es ist. Ja, es ist. Das ist immer so eine Sache. Dann sollte man sich vielleicht anschauen, was die österreichischen Spieler machen. Kann das hatten für was. Schauen wir mal. Lasim, Tschechien. Alaa fällt aus. Nani. Nach einer tollen Leistung. Stammspieler jetzt mal von Beginn an. Tolle Leistung der letzten Partie. Darf er ruhig spielen. Gute bleibt. Und Kislik wird auch spielen, Schmid wird spielen, Fagerström. Er muss auch spielen, was bleibt uns über? Fagerström wird weiterhin auf links spielen müssen, dabei. Ich erwarte mir jetzt nicht so ein großes Dilemma hier gegen Lasim. Da erwarte ich mir schon an sich, weil es anders als Sieg in Lasin wäre es ein bisschen komisch. Tibor, Gnasmann, Rehabilitationspartie für uns. Fagerström. Schusek. Bender. Mazuch. Lukas Urban 1-0. Lasin. Grüß Gott. 18-jähriger Stürmer. Ja, Halleluja. Halleluja. Sondern drehen Lorbenthal gegen Steyr. Toll. Becker. Gorgon. Masuch. Bender. Masuch.
Gordon. Ball kommt zu Nani. Deski. Kislik mit der Brechstange halt. Vargas treibt mitten auf die Querlatte. Meine Güte. Direkt auf die Querlatte. Wow. Lass mir das mitgeben. Mama Baker. Ja, das ist sehr irreführend. Da muss mehr kommen. Gute. Steinhardt. Fagerström. Langer Ball auf Nani. Das wurde hart geschossen von Köln. Leider. Steinhardt. Steinhardt. Krabik. Grüß Gott. Nani. Berisha, Berisha, Berisha. Weder Berisha, irgendwie. Ich glaube, das ist ein Doppelsitz. Nani. Flankt rein jetzt. Nani die erste, Berisha die erste, Berisha die zweite. Tor, Ausgleich. Danke, Vital Berisha. 16 gilt wird. Bisek. Masuch, Knasmüller, Dibon, weg mit dem Ball, weit nach vorne, Nikola Nani, 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 Nani und 2-1-4-1-4. Jetzt geht's doch mal. Doppelschlag. Kieski, Masuch, Knasmüller, weg mit dem Ball. Gordon. So, Vargas, der wechselt in den Sturm. Nani geht raus, den kommt jetzt André Ivan, den dann mal Seitenwechsel mit Gorgon. Pelemann kommt statt Knasmüller. Somit nehmen wir dann mal einen Druck raus. Danach kommt für Dibon und das war's fürs Erste. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt machen. Und rüber.
Guter auf Steinhardt. Aus der zweiten Reihe. Warum nicht? Bisek. Ja. Der Schreckliche. Hansen, Barach, Gorgon. Tja, selbst korrekt. Warum nicht? Kieselt. Ja. Schön, werde ich da. Potsmann, ja, Endel Quan für Hansen Baker, Perija. Ivan. Ecke Steinhardt. Wir haben Rebound. Der macht jetzt. Das ist gute Partie. So, jetzt wechseln wir nochmal. Schmidt kommt jetzt für Kieslik. Und Kinos für Fahrgastraum. Einfach nur jetzt dabei. Okay. Warum mag ich nicht? Aber genau auf mir vor. Bielemann. Barach. Steinhardt. Gorgon. Schmied. Ivan. Ja, Ivan. Zurück zu Steinhardt. Barach. Steinhardt. Barach. Steinhardt. Juan. Umsatz. Oder für Franer. Freistoß Ivan. Freistoß Ivan. Matija Barach. Ein Treffer. Naja, das war zu gewesen. Ivan krönt sich endlich mal hier. Andere Ivan mit seinem Treffer. Vielleicht war er heute schon die ganze Zeit. Und die Partie haben wir gewonnen von dem Brasil. Ich kann nochmal Steinhardt.
Deckel drauf, danke. 3-1 gegen ruhige Tschechen, die kurz mal am Anfang gezeigt haben, dass sie spielen können. Danach haben wir echt komplett gezeigt, dass wir die beste Mannschaft sind. 3-1. Deklassiert hätte ich nie gesagt, dass wir den Gegner haben, aber ja, wir haben ihnen nochmal gezeigt, wer da hier im Haus ist. Greif von Midtjylland. Midtjylland. Platz 30 haben wir derzeit Australien. Größten Schwung gemacht, okay. So, voller Spielplan und hier haben wir ausgewogen. Dass wir uns Salzburg spielen. Genau, Angriffsszenario. Sonst habe ich sehr genau als Post. Ja, das wird jetzt den nächsten Part geben. Ich sage mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, was wir erst bespielen. Den FM. Danke.